Hallo liebe Wassermänner, herzlich willkommen zu einer kleinen Reihe von Liebeslegungen für die Sternzeichen. Wir haben heute mal einen Mini-Einblick in die aktuelle Situation. Was zeigt sich denn hier so an Energie, an Aufschluss auch über die kommende Zeit und ja, vielleicht auch Unterstützung, Impulse, das was du tun kannst, was du nicht tun kannst. Wir schauen einfach. Okay, die wollte sich zeigen. Dann nehmen wir die. Eigentlich habe ich jetzt immer gezogen, aber es scheint so dran zu sein. Ja, Wassermann. Wassermann hat gerade starken Auftritt in der aktuellen Zeitqualität und ja, schauen wir, was das jetzt speziell hier zeigt für die Liebe. Ja, startfrei. Ne? Startfrei für ein neues Kapitel. Hier haben wir den Reiter, die 1 für ein neues Kapitel, einen neuen Zyklus im Miteinander, für dich selbst, ja, ein Kennenlernen. Ja, vielleicht könnte es sein, dass der Mensch, den du kennenlernst, dein Gegenüber ein bisschen jünger ist, ja, sehr agil, sehr reiselustig, reisefreudig, kann auch auf dich zutreffen, ne? Und ja, dass du es einfach auch angehst, ne? Das Kapitel Liebe, neue Beziehung, neues Kapitel im Miteinander, ja, für dich selbst ein neues Kapitel hineinkommen zumindest und das für dich wohltuend ist. Wir haben ja die neuen Herz mit dabei, entspricht den neuen der Kirchen. Die Wunscherfüllung, die Zufriedenheit, die Glücklichkeit, ja, die eigene Fülle, Erfüllung auch in, ja, in der Liebe. Geht es dir mit dir selber vielleicht auch gut? Hast du das auch hinter dir gelassen? Hast daran auch sehr stark gewirkt? Dass du in dieses Kapitel hineinkommst und bist hier auch glücklich und zufrieden oder dass ihr im Miteinander in dieses Kapitel hineinkommt, ja, einer vieler neuer Möglichkeiten, guter Entwicklung, ja, Zufriedenheit, beiderseitiger Zufriedenheit im Miteinander. Weil es die 9 Herz ist oder 9 der Kelche, heißt es noch lange nicht, dass das nicht auf Beziehungen schaut oder dass du nur als Single jetzt hier angesprochen bist, sondern natürlich, ist, was hier angezeigt ist, dass du entweder auch oder überhaupt in deine Glücklichkeit kommst. Ne? Das war wahrscheinlich vorher nicht so. Das kann sein, ne? Eben indem du eine neue Beziehung angehst oder gar für dich selber gehst, aber eben, wie gesagt, auch ein, ich sehe schon die Karte, die hier liegt, ein glückliches Kapitel miteinander angegangen wird. Vielleicht auch durch Nachwuchs, der hineinkommt. Ne? Ja. Die 10 Kelche bestätigen es. Ne? Ja. Freust du dich vielleicht einfach auch sehr darüber, jemanden zu begegnen oder auch schon mit einem Gegenüber zusammen zu sein, der die ja, auf gleicher Wellenlänge schwimmt, ne? Wo es Harmonie und Wohlwollen im Miteinander gibt, Verständigung und auch ja, Gemeinschaftssinn, Interesse an Miteinander und an Familie, an ja, gemeinsamen Unternehmungen, ja, Interesse auch an Harmonie, ne? Also das ist auch nicht immer selbstverständlich, ne? Ja, es geht in die gleiche Richtung, ne? Entweder lernst du jemanden hier kennen, wie gesagt, oder erlebst du das jetzt sehr, ne? Ja, habt ihr vielleicht auch sehr miteinander gearbeitet, wie gesagt, und seid jetzt hier in einem wundervollen Stand miteinander. Es kann, wie gesagt, sein, dass Nachwuchs das begünstigt.
Ne? Oder auch vielleicht ein gemeinsames neues Projekt. Ne? Ja. Schauen wir. Was sagt das kleine Liebesorakel hier noch mit? Das ist keine so gute Idee. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Es ist nicht von Bedeutung. Wenn du in einem Jahr zurückblickst, wird es dann noch wichtig für dich sein. Mach dir nicht allzu viele Gedanken darum und wende dich lieber schönen Dingen zu. Naja, es kann schon auch kann schon auch sein, ne, dass du vielleicht sogar auch aus Familie hinausgehen möchtest. Wobei ich schon sehe, dass dass das wichtig ist fürs Miteinander, ne? Dass du hier gut auf deine eigene, auch auf deine eigene Zufriedenheit achtest, ne? Nicht im Sinne von Selbstzufriedenheit und Trägheit und ja, Egoismus, ne? Sondern ja, ähnlich wie bei, ne, bei den Hofgärtnern der Kelche, die machen das auch noch mal sehr deutlich, ne? Den Kelch der Selbstliebe ergreifen ist auch in einem Miteinander wichtig, ne? Und hat Auswirkungen auch auf die Zufriedenheit, die Glücklichkeit im Miteinander. Ja, wenn es, wie gesagt, in Harmonie dazu geschieht. Ne? Sorge da auch immer wieder gut für deine eigene Zufriedenheit. Ne? Mach sie nicht abhängig vom Gegenüber, vom Miteinander, ob es ein Miteinander jetzt gibt oder nicht. Ne? Also ob jetzt Beziehung vorhanden ist oder nicht. Ne? Wenn dir das wichtig ist, am Herzen liegt, ne? Die Beziehung, auch das Miteinander, dann wird sich das einstellen, wirst du es anziehen. Ja, wenn du einfach auch gut auf dich selber achtest. Ne? Nicht irgendwie ausschließlich, nicht indem du das Gemeinschaftliche vergisst, ne? Aber eben, ich denke, versteht, ne? Das annimmst und auch umsetzt, für deine eigene Zufriedenheit zu sorgen. Ne? Du hast eine Menge Liebe, du hast eine Menge Wohlwollen. Ja, du hast eine Menge Glück im Gepäck. Nutzt das gut für dich und für die Gemeinschaft. Mit anderen, entweder mit einem einzelnen Menschen oder vielleicht auch in einem größeren Rahmen, ne? Falls du eine Entscheidung zu treffen hast, wir schauen hier auf das Entscheidungsorakel.
eine Frage hast, Entscheidung brauchst, ja, du kannst den Impuls für dich nehmen, musst es natürlich nicht. Ne? Schau, wie du in Resonanz gehst. Übersieh nicht das Offensichtliche. Vielleicht ist die Antwort ja direkt vor deiner Nase, aber du siehst sie nicht. Tritt noch mal einen Schritt zurück und sieh dir die Situation aus wenig Entfernung an. Aus ein wenig Entfernung an. Ja. Ja, kann auch sein, dass du dir wünschst, ne, allein zu sein. Entweder das oder eben sehr wünscht, in Beziehung zu sein. Ne. Bedenke es. Ne. Denk es, fühle in dich hinein, spüre in dich hinein, lass dich von deiner Seele leiden. Ne? Ja. Kelche zeigen eben auch sehr das Seelische an. Aber ja, manchmal sind wir einfach dann auch zu sehr in den Emotionen. Ne? Und übersehen das, was wichtig wäre, was zur eigenen Erfüllung beiträgt, zur gemeinschaftlichen auch, was auf den Weg bringt, ne, zum gemeinsamen Glück. Ja, von daher, tritt noch mal einen Schritt zurück, schau es dir an. Gibt es Liebesorakel hier noch zu bedenken? Heimlicher Verehrer. Ja, wie es aussieht, du bist ein heimlicher Verehrer, Verehrerin, ne? Von Beziehungen, von Liebesgemeinschaft, von Harmonie. Es lässt sich nicht immer umsetzen und es lässt sich auch nicht erzwingen. Interessant an der Unterseite, ne? Du willst etwas auf Biegen und Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit, ne? Ja, eben, vielleicht darfst du hier auch noch mal ein ganzes Stück weit für eigene Herzheilung mitsorgen. Ne? Dahingehend aktiv werden. Ja, um eben nicht dich emotional abhängig zu machen, dein Glück nicht abhängig zu machen, ne, von Gemeinschaft, von Miteinander, von gemeinsamem Glück. Der 10. Kelch ist eine Draufgabe. Ist ja das Tüpfelchen auf dem I, Kirsche auf der Torte, ne? Ähnlich wie bei den Münzen. Wenn wir mit uns selber zufrieden sind, mit uns selbst im Reinen sind, ja, eben uns unsere Zufriedenheit, unsere Glücklichkeit
nicht abhängig machen von einem anderen Menschen, ne, oder von bestimmten Verhältnissen, dann kann sich dieses gemeinsame Glück erst einstellen, ne? Nicht indem wir hinterherjagen, ne? Ja. Kommt da vielleicht ein ganzes Stück weit auch aus deiner Heimlichkeit heraus? Beziehungsweise, ja, wenn du vielleicht auch hier Affäre bist oder in Affäre gehst, aufgrund des Wunsches, ne, nach Liebe im Miteinander, nach Harmonie und Verbundenheit. Schau dir an, ob das wirklich so eine gute Idee ist, dann, ne, also sich, ne, auf Affäre da einzulassen. Schaust du nochmal an, ja. Das scheint dir sehr wichtig zu sein, ne? Also sowohl, ne, für den Fall, dass du dich da auf Affäre einlässt, von jemanden sozusagen nutzen lässt, der eigentlich in Familie ist, oder umgedreht, dass du vielleicht, ne, mit jemandem einen Seitensprung wagst, weil ja, die gemeinsame Harmonie hier dir über ist vielleicht auch, ne? Oder du dich darin eben selber auch nicht mehr ganz so glücklich fühlst, ja, dann schaust du ja an, ne? Woran liegt das, was ist dein eigentliches Bedürfnis, ne? Und was kannst du vielleicht einfach auch zur Veränderung beitragen, ne? Und die absolute Harmonie, die gibt es nirgendwo immer. Es kommt aber darauf an, eben, wie man damit umgeht. Ich wünsche eine gute Entwicklung damit. Sehr gutes Gespür und ja, Mut. Ne? Mut und gute Schritte, ja, für deine eigene seelische Erfüllung und Glücklichkeit da gut einzustehen. Ne? Alles andere wird sich dann auch einstellen. Ja, alles Liebe. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Freue mich natürlich auch über euer Abo, Like, Teilen der Videos, eure Kommentare und ja, euer Dasein. Alles Liebe und bis ganz bald, eure Tara von Tarot Rainbow.